Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ich habe gerade mal unseren Cobblestone-Stand gecheckt und man sieht schon 1400. Also wir holen ordentlich auf. Klar, die Dinger laufen jetzt auch gerade nur auf Stufe 2. Das System ist jetzt noch nicht perfekt und alles, weil ich habe jetzt überlegt, wir könnten es rein theoretisch auch in der Länge machen. Da passt wahrscheinlich mehr dann hin am Ende. Wir müssen natürlich gucken, wie wir damit aber wie wir das Ganze mit Versorgung machen und Piephapo. Vielleicht tun wir dann von oben den Cobblestone rein. Ich habe das gleich einfach ein bisschen zu bulky gebaut. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt dann hier das testen, indem wir jetzt hier das Ganze abreißen. Schon ein bisschen ein Wahnsinn, dass wir jetzt hier unser ganzes System abreißen. Aber es wird für die Zukunft genau das sein, was wir brauchen. Ein gut laufendes System, hoffe ich mal. Was dann dafür auch verantwortlich ist, dass wir dauerhaft Energie kriegen. Wenn ich einmal eine stabile Energieversorgung habe, kann ich die auch behalten. Und das wäre natürlich hier sehr, sehr praktisch. So, wir müssen jetzt schauen, dass wir nicht zu viel abreißen. Das müssen wir noch dran lassen, weil das ist hier angeschlossen an die zwei. Das ist auch an die anderen beiden. Perfekt. So, die haben noch Energie, aber das wird wahrscheinlich sich bald ändern, denke ich. Die halten jetzt ein bisschen gleich an Energie. Wir müssen Arschhalten, was nicht sein sollte in dem Fall. So. Dadurch, dass die jetzt so wenig machen, brauchen die nicht so viel Energie. Aber die pumpen mir auch da noch. Also die Dinger sind ja eh schon fast voll. Jetzt hat kommt die Geothermalgenerator. Ah, die kann ich gar nicht platzieren, weil die gleich voll sind, ne? Die sind jetzt voll gepumpt. Wie mache ich jetzt das bei denen am schlimmsten? Weil die Geothermalgeneratoren brauchen natürlich vorne und hinten auch einen Ausgang. Die Lava muss irgendwo zwischen und dann muss es außen noch wieder abgesaugt werden. So, rein theoretisch in der Mitte ein Kabel durch. Und dann außen so absaugen. Geht das? Das ist hier so Türmchen. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Das müsste man jetzt herausfinden. Jetzt einfach so Zweiertürme mal machen. Das müssen wir natürlich nach oben, damit wir nicht wieder. So. Wir müssen die jetzt hier befüllt sein die ganze Zeit. Genau, die ziehen die Dinger schon leer wie sonst noch was. Und dann kommen außenrum die Energy Extraction Cable daher. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Schauen wir, wenn wir jetzt das so machen. Schaut es zwar richtig beschissen aus. Dank dem ganzen Zeug jetzt hier. Aber. Wir machen das mal hier so rum. Kriegst noch nicht unten, weil nichts verbunden ist. Und dann führen wir mal Kabel von hier drüben an. Das war's nicht, mein Freund. Weg da. Dann sollten die jetzt mit Energie nach da drüben nur so fließen. Ich habe irgendwie die Vermutung, das geht nicht nach unten durch. Leute, uns bleibt wahrscheinlich echt nichts anderes übrig, außer die bis nach unten zu connecten. Dass die hier angeschlossen werden. Jetzt muss ich hier irgendwie. Ah, oh, das ist natürlich wieder. Nicht gut durchdacht. So. Die kriegen schon langsam Treibstoff rein. Die da unten auch irgendwann mal. Das alles von hier drüben. Die laufen natürlich jetzt auf Hochtouren, die Geothermalgeneratoren.
Und jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Energy Extraction Cables machen und Energy Cables allgemein. 27 Cables, das sollte für den Anfang hoffentlich reichen. So. Die anderen bringen wir bei unseren anderen Tanks an. Und jetzt müssen wir sozusagen schauen, dass wir hier nicht ankommen bei denen. Jetzt müssen wir noch ein paar Energy Cable machen. Energy Cable. Ah ja, da war wieder was wahrscheinlich, ne? Erstens scheint unser ganzes System schon wieder überfüllt zu sein. What? Oh Gott, no. Das ist genau das, was ich jetzt nicht brauchen kann in dem Moment. Da ist noch gar nichts drin. Ist hier noch irgendwo was drin? Ist das jetzt am Cobblestone oder an was liegt das? Das ist jetzt natürlich so eine Sache, ne? Die Leaves wahrscheinlich sind viel. Wie viel ist denn hier drin aktuell? Puh, schon ordentlich. Damit Leaf, Diamond Presence. 100. Habe ich hier, Cobblestone rein? Sonst könnte es natürlich sein, dass Cobblestone ganz schön jetzt füllt. Unser System ist schon wieder voll gemacht. Aber nö. Wo geht denn eigentlich? Doch, Cobblestone. Scheiße. Hey, noch ein Folder? Nein, nein, natürlich nicht. Und dafür brauche ich dich auf Mulch und Sand. Wahrscheinlich kann Sand rein tötet. Sugarcane. Wie habe ich den nochmal vorhin gemacht? Sugarcane, wie habe ich den nochmal hinbekommen? Habe ich den ganzen Sugarcane zufällig verbraten? Oh Gott, jetzt müsste ich wieder auf. Mann, ich bin schon ein bisschen doof, ne? Ich habe nichts aufgehoben. Ich glaube auch nichts oben auf unserer Plattform. Scheiße. Und durch den Cobblestone ist jetzt alles vollgelaufen. Natürlich. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Das ist halt auch lustig, also dass es noch voll ist. Und dementsprechend arbeiten kann. Wie komme ich nochmal in den Sugar Cane? Jetzt müsste ich natürlich. Wie war das letzte Mal? Jetzt muss ich kurz von TB oder von Tanja jedes Kommentar aufsuchen, wo es drin stand. Weil ein schlauer Meier wie ich merkt sich natürlich so absolut gar nicht. Wo war denn das? Wie viel Sugar Cane? Okay, das war Sugar Cane, bedeutet die Folge davor wahrscheinlich, oder? Ja. Compact Chest. Komm schon. So, hier war das sicher drin, warte mal. Leaves in the Crushing Tab. Cane Seeds is Sugar. Sugar Cane Seeds. Also Leaves brauche ich allgemein einfach. Crushing Tab plus Leaves. Leaves? Gehen jetzt irgendwelche Leaves? Ich weiß es jetzt wahrscheinlich wieder nicht, weil, scheiße. Nehmen wir mal die Jungle Leaves jetzt mal. Notfall! Den reißen wir schnell ab, dann ist das Problem gelöst. So, okay, Sugarcane Seeds. Okay. Habe ich nicht noch hier noch eine freie Plattform? Da ich Sugarcane jetzt drin. Ah. Hier pollern sich auch schon was an. Das ist das Problem, wenn man zu viel anfängt. Bricks. Erstmal das, jetzt mal funktioniert in unser Inventar. Und mit den Bricks kann ich jetzt mit dem
ganzen Break von Death wäre natürlich cool gewesen, aber okay. Und dann brauche ich einen... Ja, jetzt bin ich gerade wieder so lost, das gibt's gar nicht. Da haben wir es doch, die Hopper. Und dann brauche ich noch ein bisschen Sand. Davon habe ich bestimmt auch noch was. Ja, perfekt. Und dann wird... Sugarcane ist wichtig. Fertig, aus. Wurde gerade so beschlossen. Nach dem aktuellen Fortfall ist Sugarcane eine der höchsten Prios. So, dann kommen die Sugarcane Seeds. Dafür wollen wir jetzt mal Sugarcane. Yo. Stress, mein ganzes System läuft über wegen fucking Cobblestone. Kann ich doch sicher. Ich habe hier drüben noch. Mit ein bisschen. Kann ich jetzt bestimmt das ganze System hochfahren. So. Man merkt ein bisschen den Stress, den ich gerade drin habe. Holy shit, der braucht lange. Der braucht ja mal mich recht richtig lang. Du siehst ihn nicht mal. What? Ich hatte gedacht, das wäre so eine easy peasy Aktion schnell, aber das dauert ja ewig. Klar, nachher, wenn ich es dann nicht mehr brauche, dann ist es nicht mehr so wichtig, aber jetzt hat. Schauen wir erstmal, ob wir da noch mehr rauskriegen. Problem, du siehst auch nicht, wo es wächst. Also bis hier habe ich jetzt gerade gebaut zum Beispiel. Das müsste ich mir jetzt merken. Weil, ich merke mir das sowieso nie. Okay, und 100. Muss halt noch mein Handy, denke ich, muss mit mir wieder reden. Da kommt jetzt ein bisschen was rein. Nix, hier ist auch noch nichts, 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 hier auch nicht, hier auch nicht. Wo sind noch 4 frei? Ich werde mich dann dessen mit den... den Sugarcane beschäftigen. Schauen wir, ob ich das einfach hier platzieren kann. Das müsste ja auch gehen. Ne, Wasser natürlich. Ah, das ist ungut. Das ist natürlich nicht das, was ich jetzt wollte. Dass ich jetzt hier anfangen muss, das ganze Zeug nacheinander... Plan war das jetzt eigentlich nicht. So. Wie weit ist der? Was habe ich in der Zwischenzeit geschafft? Der. Ja, eine andere. Du siehst schon, dass das alles übergeht. Oh. So, okay, mit dir tue ich erstmal die 4 da hinten machen. Dann hole ich mir mein Ding wieder. Und mach erstmal P. Und daraus mache ich jetzt die Folder. Gut. Und dann müsste das ganze System natürlich wieder gelüftet werden. Das kann jetzt natürlich dauern. Aber Leute, ich würde sagen, das müsst ihr jetzt nicht mit ansehen. Ich mache bis zur nächsten Folge das alles ready. Bis dahin sollte dann hoffentlich auch das System wieder dann laufen. Das läuft ja immer noch irgendwie. So wie es anhört, aber die laufen natürlich unter Volllast und mögen die auch noch. Stellen jetzt auf 3 hoch, damit die Volllaufen wäre. Das ist natürlich schon eine schöne Sache. Die pumpen voll und ich hoffe, dass der Lava nach Schub dann irgendwann reicht. Aber schaut jetzt. Wie gesagt, davon wollen wir dann in Zukunft auch abpumpen können noch. Dass wir sagen können, wir können Kabel außen rum führen, was sich dann nach da vorne in unsere Furnace gibt. Und deswegen muss das genug. Aber die Batterien füllen sich langsam. Die unteren noch nicht, aber die oberen füllen sich schon. In einem ganz guten Stand.
Das ist echt gut zu wissen. 90 Income, okay. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.